Hallo und herzlich willkommen zurück bei Animalica. So, ich nehme noch ein Schlückchen und es ist ein neuer Patch rausgekommen und es gibt wieder viele, viele neue schöne Sachen. Ich weiß schon wieder nicht, wo ich anfangen soll. Und zwar Patch 2.45. So, also laut Patch Notes, wenn ich das richtig kapiert habe, soll dieses Schnappsystem von den Zäunen verbessert, verbessert worden sein. Und ja, ihr seht es jetzt schon. Ich konnte mich nicht bremsen. Wir haben neue Pferdefarben von den arabischen Pferden. Zum Beispiel jetzt hier helles Grau. Und von den Dromedars gibt es auch neue Farben. Aber das machen wir gleich. So. Erstmal wollte ich jetzt kurz gucken. Mit den Zäunen. Hier dieses Snapping. Ich weiß aber nicht, was da jetzt... Obwohl! Ah, ich muss nicht mehr ganz genau direkt da dran sein. Kann das sein, dass das verbessert wurde? Dass man eben nicht mehr... Ja, ich hatte immer so Probleme, die da ranzukriegen. Und jetzt geht das irgendwie die ganze Zeit so. Guck. Zapp, da dran. Zapp, da dran. Ich glaube, das ist... Ja, jetzt kann ich auch hier stehen einfach und... Es geht auf jeden Fall besser. Doch, ich glaube, das geht jetzt einfach besser, das Schnappsystem hier. Also, Zäune bauen ist auf jeden Fall leichter. Okay, so. Und dann kommen wir nämlich auch gleich zum nächsten. Es wurde auch geändert, unsere Leiste. Guck mal, die ist jetzt nicht mehr unterhalb der Bar, wo wir unsere Waffen und so drin haben, sondern die ist jetzt besser sichtbar, einfach ein bisschen drüber und... Ja, man sieht einfach besser diese Leiste, wo man angezeigt bekommt, wie lange man noch braucht, um das Zeug zu zerstören. Also finde ich persönlich eigentlich ganz cool. So, dann gehen wir jetzt mal schnell hier rüber. Jetzt setzt man nämlich jetzt erstmal das neue Pferdchen raus. So, ich habe es halt gleich gesehen, dann habe ich es halt gleich direkt mitgenommen. Weil Akali Desert, die Karte wurde, ja, die hat ein Update bekommen. So, dann, und da, die gucken wir uns heute aber auch auf jeden Fall noch an. So, 7, das Pferdchen, ich setze es mal einfach hierher. Guck mal, ist das nicht hübsch? Ja, aufstehen, so ist brav. Auf jeden Fall ist das eine neue Farbe, aber da gucken wir dann eben auch noch bei, im Labor, das sind dann eben auch noch die anderen Tiere, die neue Farben bekommen haben. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. So, und ich habe mich gefragt, ich hatte anscheinend noch nie ein Dromedar geheilt. Hier sind zwar die Kamele, aber ich war irgendwie der Meinung, ich hatte 6 Zebras, das sind aber nur 4. Und ich dachte, hier wären Dromedars mit drinnen, aber anscheinend habe ich mich getäuscht. Ich weiß auch nicht, was ich da gedacht habe. So, aber ich würde sagen, wir setzen die einfach hier mit rein, hier ist genug Platz. So, und zwar einmal, machen wir mal kurz hier das weg und ziehen uns die da rein. So, und zwar erstmal die neue Farbe. Richtig schön, oder? So dunkelbraun. Die ist auf jeden Fall neu. Dann die da müsste, das muss ich gerade selber gucken. Die da und die da sind die normalen Standard. Dann gibt es aber noch ein weißes weißes Dromedar. Also es sieht schon richtig cool aus, aber das gucken wir dann gleich mal. So, also das sind die Standard und das ist jetzt eben die neue Farbe, dieses Dunkle. Und was auch neu ist, die haben Babys. Die haben Babys. Guckt euch das mal an. Ich finde das irgendwie richtig putzig. Es kommen immer mehr kleine Tierchen dazu. Ich finde es gut. So, jetzt haben wir hier auf jeden Fall eine große, glückliche Familie. Schön. So, jetzt tun wir uns mal wieder. Die Musik spinnt hier wieder rum. Ich weiß auch nicht, warum immer. Wir ziehen uns auf jeden Fall mal die Sachen wieder rein. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir nach Akali Desert, weil die Karte eben ein Update bekommen hat. Dann suchen wir mal, ob wir noch ein paar Farben von den anderen Pferden finden. Ach nee, wir wollten erst noch ins Labor gehen, genau. Und, ja, man soll jetzt auch, ich muss irgendwie probieren, dann in Akali Desert zu sterben. Weil es wird jetzt auf dem Radar angezeigt, wo der Todespunkt ist. Also
man muss nicht mehr seine Leiche suchen, wie doof, sondern das wird einem jetzt angeblich angezeigt. Und das müssen wir ja eigentlich testen, oder? Was sagt ihr dazu? So, Krokodile, da ist auch nichts Neues. Elefantennasen, Giraffen, Eselchen, Mustang. So, hier kommen wir jetzt. Ah, nein, das sind schon Pintos. So, das brauchen wir nicht. Wir haben auf jeden Fall dieses neue, ihr seht das auch hier, ra. Dieses Mouse Grey. Dann das, was wir gerade gefangen haben und ausgesetzt haben, Light Grey. Und dieses, ja, gefleckte vielleicht sogar schon, das Rohan. Das sind die drei neuen Farben von den arabischen Pferden. Dann haben wir noch neue Farben eben von Kamel, nee, Dromedar, ich verwechsel die Armtierchen immer. So, und zwar gibt es da dann neue Piet. Ich weiß nicht, der hat so einen weißen Kopf und dann unten halt braun. Dann gibt es eben richtig, richtig rar, also... Ja, ihr seht das hier. Weißes Kamel. Wenn wir da eins finden, das wäre so schön. Dann Dark Grey. Dunkles Grau. Und das, was wir jetzt eben schon... Ach nee, das ist das Kalb. Genau. Das ist das Kalb. Aber wo waren das andere? Oder habe ich dieses Dunkelgrau? Ich glaube, ich habe das Dunkelgrau dann. Genau. Und dann eben halt die kleinen Kälbchen. Da ist halt noch ein bisschen komisch. Ja, keine Ahnung. Das ist noch nicht ganz okay. Aber egal. So, es ist ein Alpha. Und dann gibt es eben noch neue Farben von den Hyänen. Wir haben ja die normalen braunen. Und jetzt gibt es dann noch hellbraune von denen. Also finde ich schon sehr, sehr gut. Und das heißt, wir müssen auf jeden Fall mal wieder auf Safari gehen. Und wir müssen Hyänen suchen gehen. Am besten ohne Pferdchen. Genau. So. Dann würde ich sagen, was brauchen wir noch? Also Bugfixes, wir haben jetzt auch wieder Unterwassersound. Seht ihr? Der Unterwassersound ist wieder da. Das war jetzt unter anderem Bugfix. Weil ich habe ja ein paar Mal schon festgestellt, dass wenn man unter Wasser ist, dann ist halt absolut kein Ton mehr. Ist jetzt aber wieder, ja, ist jetzt wieder da. So, Akari Desert, die neue Karte oder halt... Veränderte, geupdatete Karte. Einmal, bitte. Danke. So, ihr seht vielleicht schon, der Stein war doch vorher nicht da, oder? Also, ich glaube nicht. So, wir sind dann an Akali Desert. Dahinter uns ist immer noch der... Oh, das sind Schleimdinger, die muss ich mitnehmen. Und weil ich den Stein gerade sehe, wir müssen unbedingt einen Stein zerschlagen. So, das nehmen wir mit. Zack, zack, hau drauf, fester. Jawohl. Und den Schleim nehme ich auch mit, wenn wir schon mal hier sind. Weil ich möchte mit dem ja Perlen kaufen. So, da werden wir aber demnächst dann noch mehr sammeln gehen, würde ich sagen. So, ich will nicht einsammeln, ich will die Karte sehen. So. Dann, wo fangen wir am besten an? Da hinten sind die ganzen Städte. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal hier entlang und wenn wir einen Stein sehen, dann hauen wir den Stein kaputt. So, nee, nee, da. Hallo, er wäre und da oben ist ein Stein. So. Und zwar, ihr wisst ja noch, wenn man den zerschlagen hat, dann war es kabuff und die ganzen Steinchen sind weggeflogen und dann war der Stein weg. So, es wurde anscheinend geändert und zwar, zack. Er fällt in sich zusammen und wir haben hier so ein paar Brocken. Da kann man jetzt auch nichts mehr machen. Finde ich persönlich eigentlich irgendwie ganz cool. Und dann hat man halt hier so einen zerbröselten Stein und ja, diese Animation wurde praktisch geändert. Wenn wir jetzt hier Stein klopfen, praktisch das gleiche. Er fällt so in sich zusammen und die Reste, die wir nicht haben wollen, bleiben liegen. Genau. So. Bei Bäumen ist es, glaube ich, nicht so, weil, ja, es wurde nur bei den Steinen geändert. So, einfach nochmal, weil es so schön ist. So, zack, da fällt er zusammen. Genau. Dann gehen wir mal weiter. Ich brauche meine Waffe. Wenn wir nämlich ein weißes Dromedar sehen, dann müssen wir das mitnehmen. Oh, das wäre so cool. Na, ich finde es halt schön, es kommen immer wieder neue Sachen rein und
Ach ja, eigentlich wollte ich heute was anderes machen, aber dann machen wir das einfach am Freitag und jetzt gehen wir erstmal die Update-Sachen angucken. Da ist wieder Schleim. Da würde ich dann gern Schleim mitnehmen, aber... Tim, 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 draufhauen, draufhauen. Jawohl. Ich weiß nicht, ob Schwert das Beste ist, aber ich finde, das geht eigentlich recht schnell mit dem Schwert. So, und jetzt nehmen wir Pfeil und Bogen. So, Aloe Vera können wir auch mitnehmen für unsere Heiltränke. So. Einfach mal drüber. Ach, das sind rote Pilze. Einfach mal drüber rennen und gucken. Irgendwo. Ach nee, es sind keine roten Pilze. Oh. Egal. So, nee, ich lasse den Schleim jetzt. Ist da oben jetzt auch ein Haus? War das vorher... Boah, ich weiß es gar nicht mehr. War das vorher die Hütte auf dem Berg, wo man nie draufgekommen ist? Oder ist das der Tigerkäfig da oben? Ich kenne mich halt auf den Karten langsam nicht aus. Das ist einfach zu groß für mein Hirn. So. Ha, gib mir... Oh, geht nicht? Ist doch eine Kiste. Nein. Ja, ja, ja. Nee, das andere war, glaube ich, ein Turm. Da war ein Turm auf dem... Ja gut, aber hier waren wir doch auch noch nie, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier jemals waren. Ich weiß es nicht. Waffen. Was ist das? Scrap Axt. Okay, nehmen wir mal. Einfach mal mit. Alles mitnehmen. Oder ist... Oh, da ist ein Kristall. Aber erstmal gehen wir hier in die Bude. Und nehmen alles mit, was wir so finden können. So. Ne, ich war hier noch nie. Bisher was hätte ich ja sonst mitgenommen. Und ich glaube, der Berg, der war vorher auch nicht da. Gib mir die Äpfel. So. Von hier oben haben wir bestimmt eine gute Aussicht. So, mitnehmen. Alles mitnehmen. So, ist hier noch nichts. Kristall nehmen wir dann aber auf jeden Fall mit. So. Ja. Lass mich mal ein bisschen... Ach, ich kann da nicht hoch. Ich dachte, ich... Was? Ich bin gerade durch die Wasserflasche. Schade, okay, da komme ich nicht hoch. So, mal das Sniper benutzen. Ein bisschen erkunden. Da ist praktisch der Fels und die Hangar von unserem Ausgangspunkt. Wo ist denn jetzt zum Beispiel der Tigerkäfig? Ist der dann hier auf der Seite? Ah, da oben. Da ist der Tigerkäfig. Und da müsste hier das große Holzhaus sein. Irgendwo, ich bin zu hoch. Ah, da. Nee, was ist das da? Ah, hier vielleicht auf dem Berg? Nee. Wir hatten auf jeden Fall irgendwo... Da ist auf jeden Fall eine Stadt. Mit Zelt und da ist ein Eselchen. Hm. Ja, wir gucken eh gleich. Ah, ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Zack, kaputt. Ja, aber wo ist jetzt das Holzding? Also diese... Ich habe keine Ahnung. Weil irgendwie rechts von dem Tigerkäfig-Ding war doch so ein Lager. Ne, die da? Was ist das da? Ne, das ist auch nur ein Haus. Das muss irgendwo hier sein. Eigentlich, aber gut. Kriegen wir schon... Ah, ist das so ein neues? Ist das ein neues? Hey, warte doch auf mich. Warte auf mich. Nein, 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 nicht abhauen. Danke. So. Na, na, ich habe noch ein paar Pferdchen-Dinger gehört. Gray, Mouse-Gray. Jawohl. Das ist auch die neue Farbe. Sehr schön. Hier mit den weißen Fesseln und... Ja, schön. Das andere ist noch heller, aber das sieht auch richtig cool aus. So. Ich muss die mitnehmen, weil es sind die besonderen neuen Farben. Die müssen wir direkt einstecken. So, haben wir hier noch... Ach, den Kristall wollte ich noch mitnehmen, genau. Vor lauter Plappern hier wieder. Zack. Komm, mitnehmen. Also wie gesagt, die Leiste finde ich gar nicht mal so schlecht. Man sieht es halt jetzt einen Ticken besser, wobei vorher war es auch nicht irgendwie schlimm oder so. Aber
da weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die vorher auch so zusammengefallen sind oder verschwunden sind. So, da unten sehe ich gerade, ist ganz viel grün. Da verstecken sich doch bestimmt ein paar Dromedars. Oh ja, das sind ein paar. Dann gehen wir doch darunter jagen. So, vielleicht finden wir ja noch mal ein Baby in freier Wildbahn. Oh, blauer Pilz, roter Pilz. So. Ich glaube, das sind aber die normalen, aber die nehmen wir trotzdem mit. Ah, falls sie stehen bleiben. So, weißer Eselchen. Bleib stehen. So, so ist brav. Leitbraun, ja, das ist das Normale. Wir nehmen es trotzdem mit. Wir lassen die jetzt nicht einfach hier liegen. So, und... Oh, das sind nochmal arabische Pferde. Braun, aber ich glaube, die sind alle normal. Aber hier, das Gebiet hier ist doch auch neu, oder? Hatten wir immer... Nee, wir hatten doch keinen Wasserkrater hier. Uiuiui. Ach ja, wo ist das andere Kamel? Dromedar. Ja. Da. Ach ja, und wir müssen noch sterben. Ham, ham. Mit wem legen wir uns denn an? Aber hier, guck mal. Oh, wir können nicht planschen. Aber wir haben Wasser. Sieht irgendwie cool aus. So. Da ist wieder Dämonen. Nee, Pferde. Tier. Kaka. Der sieht auch heftig aus. Waren die vorher auch schon hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall Wasserloch. Haben wir gefunden. Gab es vorher auch nicht hier. Es gibt auf jeden Fall wieder viel zu entdecken auf der Karte hier, glaube ich. So, und ich laufe jetzt genau da, wo nichts ist, ja, vermutlich. Laufen wir mal wieder ein bisschen Landesinnere und wir brauchen irgendwo... Ich glaube, da oben... Ne, die habe ich alle zerstört. Bei dem Tierkäfig, ich glaube, die habe ich alle vernichtet und alle Nester zerstört. Aber ja, ich brauche jetzt ein paar Gegner. Ja. Die sollen mich einmal töten. Ja. Ja. Weil ich möchte eben gucken, wie das dann aussieht, wenn wir sterben, wo unsere Leiche praktisch zu finden ist. So, ich sollte aber vielleicht vorher speichern. Große Nichts hier. Ui, einmal runter. Wo sind die Gegner, wenn man sie mal braucht hier? Und die Dromedars. Das ist ein Esel. Ich dachte schon, weiß, aber ist ein Esel. Da ist der Friedhof. Da werden wir auf jeden Fall dann später gleich aufwachen und ich habe Durst. Ja. Essen würde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Weil sonst heilen wir uns ja auch. Ich brauche Gegner. Wo sind die? Ja. Ah, da oben ist der Turm. Ich glaube, da ist das Holzding. Ja, da ist das Holzding. Und da sind Gegner. Ja. Deswegen gehen wir da jetzt nach oben. So. Da ist das Zelt. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war vorher auch schon da. Ja. Hui. Hallo, Leute. Sag mal, wird schon wieder Nacht bei euch? Gibt's ja gar nicht. So, ich glaube, da können wir rein. Nee, warte. Das. Holz. Zack, zack. Und dann, so, genau. Dass ich es hier noch hinbringe. Aufmachen, ich will rein. Metal Scrap, oh, Kocher. Oder ist die, ist das Dorf hier neu? Nee. Nee, ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Da sind alle Türen noch zu. Was ist denn da schon wieder los? Zack. Dem alles mitnehmen. Jawohl. So. Dann würde ich sagen, neues Stadt und wir werden uns hier dann einfach direkt hinlegen und schlafen. Ich glaube, da kann man überall rein. Ich glaube, die Stadt ist neu. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. So. Bettchen. Ich brauche ein Bettchen. So. Dann. Zack. Und schlafen. Komm, schlaf. Und es ist wieder Tag. Sehr schön. Das ist einfach so gut, dass man das einfach so überspringen kann. So. Ups, da kam gerade Zeug. Geh
Gib mir. Ach so, Zement. Nimm auch mit. Gas, nimm auch mit. Ah, oh, diese Karten manchmal. Ich tue euch doch gar nichts. So, kommt man da auch rein? Ja. Tipp, 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 tipp. Alles mitnehmen. Meine Tasche ist eh gleich voll. Oh, die sind immer gut. Matches haben eigentlich mehr als genug, aber naja, egal. So, vielleicht ist mal eine Kiste hier oben. Ich dachte gerade, ich fliege jetzt direkt noch ein Stück weiter. Na gut. Ich glaube, die bauen gerade ein Auto zusammen. Kann das sein? Sieht zumindest dann raus. So, okay. Ach so, ins Zelt wollte ich eigentlich gucken. Star Wars Painkiller. Da ist nichts mehr. Gut. So, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das Holzding ist, aber ich glaube, das war... Oh Mann. Ich gehe mal da hoch, vielleicht sehe ich es dann besser. Oder hier. Ich glaube, da oben. Oder? Nee, ich habe keine Ahnung. Ah, Mist. Hoch, hoch, hoch. Komm. Ich will doch nur einmal sterben. Einmal. Zack, mitnehmen. So. Tigerkäfig. Da kommen wir her. Und da ist, glaub... Oh. Nee, das ist ein Haus. Ich suche... das Holzding. Sag mal, ich hab's doch gerade noch von da aus gesehen. Und da werden wohl keine Gegner mehr sein, weil ich die ausgelöscht habe. Ach, da oben. Meine Fresse. So, los geht's. Es ist einfach riesig, die Karten. So, jetzt latschen wir mal einfach darüber, aber Dromeda müssen wir nochmal richtig suchen gehen dann. Die haben irgendwo ihre Verstecke. Ne, das ist ein Totenschädel. Ich dachte schon wieder, das ist roter Pilz. So. Lasst uns sterben gehen. Freiwillig. Ich will doch nur gucken, wie das dann aussieht auf dem Radar. Ich sollte aber vielleicht vorher mal speichern. Weil sonst ist alles, was wir gerade gesammelt haben, futsch und... Ja. So. Das mache ich jetzt auch ganz schnell. Zack. Komm. Speichern. Gut. Spiel gespeichert. Dann lass uns sterben gehen. Hallo. Hallo. Ihr könnt mir alle auf die Nase hauen. Da sind welche. Die Barbaren. Komm her. Komm her. So. Haut mich und lasst mich sterben. Ja, komm. Schlag doch zu. Schlag zu. So, ein bisschen weggehen. Nicht, dass wir unseren Rucksack dann bei denen holen müssen. Sagen wir mal hier so, oder? Und hau zu. Jawohl. Wir sind gestorben. So. Radar. Oh oh. Radar. Habe ich es irgendwie falsch verstanden? Ich sehe nicht, wo wäre jetzt unser Todespunkt? Weil Karte nehmen sie mir aber ja nicht. Ich meine, ich weiß, dass wir hier oben sind. Oder müssen wir da nah genug erst dran gehen? Aber habe ich das falsch verstanden? Nee, eigentlich nicht. So, vielleicht doch lieber noch ein bisschen aufpassen, wo man stirbt. Best nicht sterben. Oder vielleicht muss man, wie gesagt, nah genug drankommen. Oh, das sind Dromedas. Aber es wäre ja dann auch blöd, weil man kann ja nicht über die ganze Karte rennen, um zu gucken, wo eventuell mal was aufplöppt. So, ich glaube, das sind aber die normalbraunen. Die normal... Ja, ich glaube, die sind normal. So, naja, das sieht man ja nicht. Ich glaube, das sind aber die normalen. Nö, also ich weiß nicht, wie oder was gemeint ist, aber ich sehe keine Leiche auf dem Radar. So, da oben liegen wir. Und
Da kriegen wir jetzt auch unser Zeug zurück. Aber ich sehe nichts. Laut Radar. So. Zack. Die hauen wir auch weg. Rache. So. Nö. Also ich sehe nichts auf dem Radar oder irgendwie, dass wir hier gestorben sein sollen. Habe ich anscheinend falsch gelesen. Das ist aber dann doof. Schade. So. Können wir euch noch looten? Jawohl. Einmal. Und zweimal. Sehr gut. Nö, schade. Schade, schade. Ja. Also hätte ich jetzt nicht gewusst, wo ich gestorben wäre, dann hätte ich halt ersuchen müssen. Man sieht halt den Luftballon, man sieht das Feuer, man sieht das Hufeisen vom Pferdchen, aber hier habe ich jetzt nichts gesehen. So. Was wir jetzt aber noch Neues haben, was ich vergessen habe bis gerade eben, ist, dass wir ein neues Equipteil hätten zum Ausrüsten. Ich weiß nur nicht, was das sein soll. Und ich habe auch schon in dem Lederhaus da geguckt, wo wir hier die Dinge aufgewertet haben. Da ist nichts drinnen, aber mal gucken, es könnte. Was könnte das sein? Ein Hut? Ich weiß nicht, das sieht halt unten aus und dann so Dinger wegstehend. Aber ich kann euch echt nicht sagen, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir haben ein neues Rüstungsteil. Da muss ich dann auch mal gucken, wo man das findet oder ob man das herstellen muss, kann. Mal sehen. So, aber irgendwie bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass ich die Leiche nicht gesehen habe. Oder ich habe es halt komplett falsch verstanden, weil es halt englische Patchnotes sind und ich halt nicht so super bin in Englisch. Aber wie gesagt, also ich habe halt verstanden, Leiche wird angezeigt, wo man stirbt. So, auf dem Radar. Aber gut. Habe ich ausprobiert, ich sehe es nicht. Vielleicht habt ihr es gesehen, ich aber nicht. Keine Ahnung. Na gut. So, nehmen wir das alles noch mit. Na, nächstes Mal suchen wir dann vielleicht ein bisschen was anderes. Da habe ich dann nämlich, wie gesagt, was anderes vor. Aber Patch ist halt immer vorrangig, finde ich. Das muss dann direkt gemacht werden. Ja, aber so im Großen und Ganzen, ich finde es super mal wieder. Und jetzt haben wir hier wieder neue Karte. Also gerade so wie das Wasserloch. Es sind nur Kleinigkeiten. Aber ich finde, das macht es halt auch wirklich aus. Kann man jetzt wieder suchen, was ist hier noch neu. Weißes Dromedar finden. Wird auch so eine nächste Aufgabe sein. Schade, dass wir jetzt hier keine Babys gefunden haben, aber deswegen habe ich ja schon welche mitgenommen und dann habe ich mir eben gedacht, dann haben wir die schon mal. Könnt ihr auch direkt teilen und aussetzen und sehen. Oh, das ist noch ein Kristall. Genau, aber ja, es wird immer mehr. Das Spiel wird immer größer. Ich finde es gut. Und ja, mal gucken. Wassersound ist jetzt wieder da. Und irgendwann werden wir vielleicht auch unsere Leiche sehen, damit wir wissen, wo wir hingehen müssen, falls es mal nicht so geklappt hat mit dem Kampf. Genau. Gut, ich denke, meine Taschen sind eh voll. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.